So, und jetzt werde ich euch mal was. Und jetzt werde ich. Ich werde jetzt zu den. Mann. Ich habe für euch, und ihr habt es im Titel schon lesen können, eine ganz neue Boxvorstellung. Vielleicht sollte ich mal mein Handy auf laut machen. Leise. Wir können ja mal nach Krösnitz laufen. Zum. Zu dem. Wo ist Krösnitz? Zu der Halbinsel da, wo diese Gärten, diese Schrebergärten sind. Wohnen wir in derselben Stadt? Also, es handelt sich hier um ein Branding. Und ihr könnt am Ende dann auch noch eine gewinnen. Worüber ich mich auch sehr freue, dass das immer so gut klappt. Und ja, sei gespannt. Ich würde jetzt gerne erstmal zu den Modalitäten kommen. Und da habe ich ja mein schlaues Handy, denn ich lese euch mal ganz genau vor, was die Box hier so kann. Übrigens, lustige Geschichte. Ich wurde gefragt und dann hieß es so und so und ich dachte, Gott, das schreit meinen Namen, diese Box. Die schreit wirklich einfach meinen Namen. Also wenn ich für was stehe, dann für das. Und ja, war ich sofort Feuer und Flamme. Ich blende dir hier mal die Zeit ein, wo es zum eigentlichen Auspacken geht. Aber bleib auf jeden Fall dran, wenn du wissen willst, worin die Box sich von anderen unterscheidet. So, wir kommen jetzt mal zu den Details der Beauty Love The Natural Box. Und bei dem Produkt ist eben das Wichtige, dass wir hier vegane, clean, natürliche und naturnahe Kosmetik drin haben. Ich habe hier noch eine Sache, die würde ich gerne vorlesen, weil ich kann sie einfach nicht besser wiedergeben, als es hier steht, denn hier steht es schon sehr gut. Für jede verkaufte Box spenden wir 50 Cent an Treedom oder Treedom und unterstützen ein Projekt in Madagaskar, bei dem nicht nur Bäume gepflanzt werden, sondern Kleinbauern vor Ort geschult werden, um nachhaltig von der Ernte der Bäume leben zu können. Was mega cool ist, weil das einfach auch Lebensqualität für die Bauern schafft. Die Box selber ist wasser- und energieschonend aus Graspapier hergestellt und komplett recycelbar, was auch mega gut ist. Also alles ist eben komplett biologisch abbaubar oder aus biologisch abbaubarem Material. So, die Box kommt alle 2 Monate und drin sind 6 bis 8 liebevolle ausgewählte Produkte aus der Green Beauty Welt, die versandkostenfrei zu dir nach Hause kommt, wenn du dich dafür entscheidest. Und sie beschreiben sich auch als grüne Alternative zu den herkömmlichen Beauty Boxen. Also einmal zusammengefasst heißt das, dass die Produkte aus dieser Box vegan, clean, natürlich und naturarme Kosmetikprodukte sind, dass du 6 bis 8 hochwertige Beauty-Produkte hast, du kannst unterschiedliche Mitgliedschaften abschließen, die Flex-Variante, wo du dann quasi jeden Monat kündigen kannst, kostet 39,95. Das ist grundsätzlich gar nicht mal so wenig, muss man sagen, aber diese Beauty- und Naturbelassen und so ist ja auch grundsätzlich meistens nicht so günstig. Dann kannst du dich noch für eine 6-Monate- und eine 12-monatige Box entscheiden. Umso günstiger wird es natürlich. So, jetzt machen wir das Gedönsbums hier auf. Pass auf. Jetzt. Ah, okay. Also, das sehe ich. Ich muss sie bloß da rauskriegen. Okay. Okay. Also, erstmal muss man dazu sagen, meine Box ist hier schon eingerissen. Da waren wohl meine Postboten nicht so vorsichtig, wie man sich das wünschen würde. Ja, also so sieht sie erstmal aus. Sie sieht schon auch schon ein bisschen öko aus. Ne? Also vom Papier erkennst du schon, dass es recycelt wurde. Ich weiß nicht, kennst du so ein Papier, was recycelt wurde? Wir haben sowas mal in der Grundschule gemacht. Wir sollten Papier sammeln und dann wurde das, kam so ein Mensch und dann haben wir das recycelt. In der Dorfschule groß geworden und trotzdem haben wir so eine aufregenden Sachen erlebt. So, ich mach das mal auf. Es riecht auch öko. Kennst du das, Mann? Weißt du, wie öko riecht? Und als sie mir gesagt hat, diese Box, die kommt neu, habe ich gesagt, wow, das muss ich testen. Also genau, jetzt sieht es so aus. Wir machen hier den Schniepel mal ab. Also wenn man sich das anguckt, es sieht wirklich schon ein bisschen Natur aus. So, hier habe ich ein kleines Heftchen. Hallo Beauty Lover, wie schön, dich als Teil unserer Community begrüßen zu dürfen. Ab sofort erhältst du alle 2 Monate die neuesten Trends aus der Green Beauty Welt, um dein Badezimmer nachhaltiger zu gestalten. Mit The Natural Box kreieren wir einen Raum, in dem du dich ausprobieren kannst. Unsere erste Edition Flower for Passion, Passion, überrascht dich mit einer Kampagne aus sommerlich duftenden Blumen. Mir ist Blumen warm, Junge. Alle Produkte
Produkte, die wir liebevoll für dich ausgesucht haben, stammen aus der Welt der Naturkosmetik, naturnah und grünen Kosmetik. Finde ich richtig cool. Wir wollen dich nun nicht länger auf die Folter spannen und wünschen dir ganz viel Freude beim Auspacken der liebevoll für dich gestalteten Box. Lehn dich einfach zurück und genieß die Sonnenblumen. Herzliche Grüße, Annabelle vom Team Beauty Love. Annabelle, Grüße gehen raus an dich. Blumen sind die schönste Antwort der Natur. Oh mein Gott, das ist ja echt ein bisschen cutie, ne? Ich werde übrigens nicht dafür bezahlen, nur dass wir das noch einmal klarstellen. Ich kriege das kostenlos zur Verfügung. Dafür bin ich auch super, super dankbar. Und trotzdem braucht mir keiner unterstellen, wie deine Meinung ist geklaut. Nein, nein, ich darf sagen, was ich möchte. Du merkst, meine größte Angst ist, dass Menschen denken, meine Meinung ist geklaut. Oh, gekauft. Okay, also das Erste, was ich hier raushol, ist neu. Ist von der Marke Logona. Stimmt es? Logona Naturkosmetik, Bio festes Shampoo, Bio Hanf und Brennnessel. Alter, das müssen wir gleich uns mal anschauen. So sieht es aus. Das ist vegan, aber das haben sie uns ja auch versprochen. Ich frage mich gerade, ob er immer so aussieht oder ob er ein bisschen Sonne abgekriegt hat. Oder ob das wirklich immer so ein bisschen fleckig ist. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Also, es riecht... Also es riecht nicht süßlich. Ich kann gar nicht genau beschreiben. Weiß ich nicht, das riecht glaube ich nicht nach Hanf. Ob es nach Brennnessel riecht, ich weiß nicht. Es riecht für mich und für meinen Geschmack ein bisschen nach alt. Also nicht nach altem Essen oder so, sondern so riecht meine Oma. So, das wäre jetzt nicht so der krasseste Duft für mich. Aber festes Pflegeshampoo werde ich trotzdem ausprobieren. Finde ich cool. Gibt es bestimmt auch noch andere Geruchsrichtungen. Reinigt und spendet Feuchtigkeit. Ich freue mich drauf und ich werde das auch ausprobieren. Aber der Geruch wäre jetzt nichts, was ich so super krass fänden würde. Genau. Aber du weißt, festes Shampoo finde ich richtig cool. Das sage ich ja nicht zum ersten Mal. Deswegen ist das erste Produkt schon mal... Nicey-dicey, du. Das nächste, was wir hier drin haben, ist von Sukin. Was bist du? Ein Moisturizer. Okay. Also eine Feuchtigkeitscreme mit Petersilie und so. Alter, das klingt ja richtig spannend. So, das gucken wir uns hier mal an. Den geben wir uns mal. Okay. Also so sieht es aus. Oh, das riecht aber, das riecht gut. Oh, das riecht gut. Das habe ich so noch nie gerochen. Ich kann auch, also Gerüche beschreiben, sorry Bro, kann ich nicht. Aber das finde ich interessant. Das riecht tatsächlich ganz gut. Morgens und abends nach der Reinigung aufs Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Ja, also das finde ich sehr, sehr gut riechend. Jo, wir wissen alle, ich bin ja mit Creme immer nicht so hinterher. Ne? Also es ist selten, dass ich mich eincreme. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Produkt tatsächlich benutzen werde, ist nicht sehr groß. Und trotzdem finde ich es cool, dass es hier in der Box ist, weil ja viele vernünftig sind und sich eincremen. Okay, das finde ich ja ein bisschen geil. Also, das nächste, was wir hier haben, ist von Currently Free and Vegan. Nee, das ist es nicht. Welche Marke könntest du sein? Ist das da oben die Marke? I love it, I like it. Ist das da oben die Marke? I love it, I like it. Ich weiß es nicht. Wir haben hier ein Produkt und da steht was mit Rose drauf. Und Rose bin ich großer Fan. Ich habe nämlich ein Rosengesichtsspray, was ich mir immer über mein Make-up gebe. Finde ich sehr geil. Ich habe noch nicht rausgefunden, was das ist. Täglich 2 bis 3 Tropfen der Gesichtsmilch auf das gereinigte Gesicht auftragen und sanft einmassieren, bis die Haut sie aufgenommen hat. Hinweis, eine leichte Gesichtsmilch, um gereizte Haut zu lindern mit den pflegenden Inhaltsstoffen der Form... Okay, das ist also auch ein Gesichtsprodukt. Ich finde es gerade ein bisschen seltsam, dass wir zweimal was haben, was wir... Also, wenn du weißt, wo der Unterschied zwischen den beiden ist, sag mir das gerne. Aber gerade denke ich mir, das mache ich auf mein gereinigtes Gesicht und das mache ich auch jeden Tag aufs gereinigte Gesicht. Also, warum mussten wir da 2 von drin haben? Da wäre bestimmt auch ein anderes cooles Produkt gegangen. Aber gut, das ist jetzt erstmal meckern auf hohem Niveau, denn viele Leute finden es ja geil, viele Sachen auszuprobieren. Für mich hätte 1 gereicht. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, Rose finde ich auch cool, aber ich finde es halt komisch, dass 2 Produkte für den gleichen Zweck reingepackt sind. Aber wir gucken weiter. Oh, es ist aber auch wie Weihnachten, Geburtstag zusammen hier.
Also, wir haben hier von The Botanical Handwash. Ach cool, hier ist eine Handseife drin. Das ist geil. Wir haben nämlich so einen elektrischen Spender im Bad. Aber wir haben immer in der Küche haben wir immer einen normalen Pumpspender. Ich riech mal dran. Oh, nach was riecht das? Ich kenne den Geruch. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ah, ich habe seine Nase. Ich habe seine Nase. Ja, es riecht auf jeden Fall, ich kann es dir gar nicht genau sagen, nach irgendwas, was ich kenne. Aber wäre jetzt auch nicht so mein Favorite-Geruch. Favorite! Also es wäre jetzt auch nicht mein Favorite-Geruch. Wir benutzen das aber, ne? Das ist jetzt kein Ding. Aber so Vanille hätte ich halt geiler gefunden. Aber wir wissen alle, Vanille geht sowieso bei mir über alles. Aber Handseife finde ich gar nicht schlecht als Produkt. Also, was habe ich hier? Ideale Pflege für den ganzen Körper mit der Kraft der Natur. Oh no. Ist hier nochmal Creme drin. Also nicht, dass Creme schlecht ist, aber du weißt, Alter, ich und Creme. Ja, es ist eine Body Lotion. Da ist Traube drin. Mhm. Traubenkernöl, bla. Aber Traubenkernöl soll ja gut sein. Komm, wir gucken uns das mal an. Aber das wird weiter wandern, denn also eine Sache, die ich gar nicht benutze, ist halt Bodylotion. Oh, das ist aber eine schöne Verpackung, wie ich finde. Und so ein schöner Pumpspender, aber da wird sich irgendwer drüber freuen. Und vielleicht findest du das ja auch geil. Oh ja, das riecht sehr gut. Riecht sehr gut. Aber es riecht auch gesund. Kennst du dieses gesund sehr gut? So wie Kirschen gesund sehr gut riechen? So, sowas meine ich. Also nicht künstlich sehr gut, sondern schon gesund, clean. Sehr gut. Ja, also das werde ich nicht benutzen. Aber es wäre auch egal gewesen, von welcher Marke und was. Ich benutze es einfach nicht. Bodylotion benutze ich nicht. Aber ich weiß, dass ganz viele das tun und es auch gut ist eigentlich. Deswegen finde ich es trotzdem super, dass das da drin ist. Aber es ist halt sehr cremelastig bisher, ne? Nein, darüber freue ich mich ja wirklich doll. Wenn du mich auf Instagram verfolgst, weißt du, dass ich davon schon, ich glaube, 3 Stück habe. Habe ich 2 oder habe ich 3? Nee, ich habe 2. Ich habe 2. 2 waren in der Box drin. Und hier haben wir Washis. Und Washis sind einfach mein, das ist mein Game Changer. Ja, also Washis sind so cool. Ich zeig dir die mal. Oh, und mit so einer leicht beigen, also meine sind beide komplett weiß. Und hier siehst du, das eine ist so beige und das andere ist weiß. Und damit kannst du dich halt abschminken. 15% Rabatt auf deine nächste Bestellung. Geil. Mit dem Rabattcode Beauty Love Washies. Ist das richtig? Beauty Love by Washies. By, vergesst das By nicht. Aber das ist wirklich eine Sache, die ich auch... Ach, von Topmodel. Also ich habe diese ganz normale Edition. Aber das ist wirklich was ich euch absolut empfehlen kann. Ich nehme die immer zum Abschminken. Lippenstift mache ich, glaube ich, mit so Öldings ab. Aber bloß, weil der nicht wasserlöslich ist. Ansonsten ist das wirklich meine Formel fürs Abschminken. Du verbrauchst keinen Müll, ja, oder du machst keinen Müll. Verbrauchen wäre gut. Du produzierst keinen Müll. Das kannst du einfach unter Wasser machen. Ich würde mich ja jetzt abschminken, aber ich gehe gleich noch, verlasse gleich nochmal das Haus. Aber folg mir auf Instagram, da kann ich dir die gerne nochmal zeigen. Aber ich liebe die wirklich. Und hier steht auch bis zu 95 Grad waschbar, ja. Die bleiben weich, reinigt nur mit Wasser, entfernt Make-up ohne blabla, Nachhaltigkeit. Es ist so cool. Das ist, glaube ich, mein absolutes Favorite-Produkt. Sag mir mal, ob du die kennst und schon mal benutzt hast in den Kommentaren. Finde ich nämlich richtig geil. Das ist hier, I love it. Und da kann ich auch gerne noch 7 von haben. Manchmal kommt man nämlich gar nicht mit dem Waschen hinterher. Aber die finde ich schon sehr, sehr cool. Hier hinten siehst du auch nochmal die Beschreibung, was das so tut. Hier finde ich wirklich mega gut. So, was habe ich hier von Mudmarsky? Lave on Me Shimmer Mask. Okay. Das ist eine Maske, ganz offensichtlich. Das ist eine Maske, die scheinbar glitzert. Ich zeige sie dir mal. Oder macht es im Nachgang Schimmer? Ja, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich will sie jetzt auch nicht aufmachen. Hi, ihr seid gerade in meinem YouTube-Video.
Läuft bei euch! Mann, Leute, wie in jedem Video gibt es wieder Schwierigkeiten mit meiner Kamera. Jetzt war es wieder die Speicherkarte. Wir machen weiter. Also, wir waren bei der Schimmermaske stehen geblieben. Die finde ich grundsätzlich auch cool, um das einfach mal auszuprobieren. Ja, und wie gesagt, die ist auch hier hinten wieder PETA getestet hier. Und so weiter und so fort. Also hier wieder ganz viele gute Eigenschaften. Das freut mich natürlich. Ja, und wenn ich das richtig erkannt habe, ist das das Letzte, was ich hier raushole. Lash and Brow Wonder. Forever Young. Ja. Ich finde es schade, dass das nochmal extra hier in Folie eingepackt ist. Ich glaube, da haben die leider keinen Anteil dran. Aber wenn ihr Anteil daran hättet, fände ich es geil, wenn das nicht so wäre. Liebe Beauty Love Natural Box. Weil dieses blöde Plastik... Genau, Gedöns ist halt immer irgendwie suboptimal. So, das ist ein Serum und ich liebe sowas. Ich habe mal ein richtig geiles gehabt und habe dann nie wieder ein richtig cooles gehabt. Aber ich hoffe, dass das gut ist. Und das sieht natürlich auch ganz schön fresh aus hier. Oh, krass. Ich kenne das immer nur mit so einem kleinen Bürstchen, aber das kann man sich natürlich genauso hier auf Augenbrauen und so geben. Und auch hier auf dem Wimpernkranz. Ich habe auch gerade heute kein Augenbrauenprodukt drauf. Da können wir das doch gleich mal testen. Ich habe ja immer das Gefühl, sowas hilft mir, ne? Meine Freundin meinte schon, ich habe noch nie irgendwas gefunden, was mir mega hilft. Und dachte immer, ich habe immer... Allein der Glaubenssatz lässt mich immer schon denken, dass das gut für mich ist und mir hilft. Aber das ist, glaube ich... ich weiß nicht genau. Sag du mir auf jeden Fall mal, was dein Lieblingsprodukt ist. Also das finde ich halt cool, aber das finde ich auch sehr cool. Einfach das ausprobieren zu können, ist halt sehr geil. So, und die Box ist leer. Und die war doch für die erste Box ganz schön vielversprechend, oder? Ich blende dir hier mal den Gesamtwert ein irgendwo. Und ich würde sagen, für den Preis von fast 40 Euro lohnt es sich auf jeden Fall. Oder halt weniger, je nachdem, welches Abo du nimmst. Also für maximal 40 Euro quasi. Weil das sind ja schon echt viele Produkte, die auch echt gar nicht mal so günstig sind, glaube ich. Jetzt einmal zu dem Inhalt. Also, ich finde einzelne Produkte total cool. Ich habe da die Aktion hier nicht verstanden, warum wir zwei Gesichtscremes dabei haben müssen und nicht vielleicht lieber noch einen Nagellack oder einen coolen Lippenstift gehabt hätten. Obwohl ich glaube, dass beide Produkte gut sind, ne? Das will ich gar nicht sagen. Aber zweimal ein Produkt für den gleichen Zweck ist halt einfach schade. Also, ich finde, wie gesagt, sehr schade, dass nicht noch ein bisschen mehr dekorative Kosmetik drin war. Viele von euch schreiben mir immer, nee, Vivi, ich finde es gut, dass da sowas nicht drin ist. Ich brauche das nicht, ich habe davon genug oder ich benutze es nicht. Aber ich finde es halt immer sehr cool, weil ich halt nicht so die wahnsinnige Creme- und Gedöns-Mensch bin. Aber mich freut natürlich, dass ich die Box zugeschickt bekommen habe und du kannst jetzt auch eine gewinnen. Und zwar sind die Gewinnbedingungen ganz einfach. Du musst einfach Hashtag BeautyLove, dein Lieblingsprodukt, hinschreiben in die Kommentare. Du musst dem Video einen Daumen hoch geben und du musst Abonnent sein. Das ist alles. Wenn du Glocke aktiv hast, ist es natürlich noch cooler, dann gehen auf jeden Fall Küsse raus an dich, aber das musst du nicht. Und damit bist du dann automatisch im Gewinnpott drinne. Um dir noch alles nochmal genau anzuschauen, gebe ich dir den Hinweis, einmal in die Infobox zu gucken, denn da ist alles nochmal genau verlinkt. Sowohl die Gewinnbedingungen, als auch wie du zu der Box kommst und so weiter. Nochmal diese ganzen Modalitäten. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich bei dir und ich wünsche dir einen schönen Takiwaki. So hießen unsere Nachbarn. Ciao!